Aber jetzt sollte ich auch schon wieder Sound-Samples haben, ne? Ja, jetzt hört ihr, wie das Feuer brennt. Ja, und wie Herbie am Rumgelgen ist, weil er nie Schaden kriegt. Ja, ist okay, ist okay. Ja, das gefällt dir alles auch wunderbar, ne? Yes! Schlag mir ins Gesicht, ja. So mag die Alice es. Sie ist auf Gothic umgestiegen, auf SM, auf Sadomaso. Jawohl. Das wollte sie schon immer in ihren Träumen erfahren. Genau das. Und sie müsste eigentlich noch tot sein. Sie hat gerade einen ziemlich dicken Treffer einkassiert. Moment, wenn die Uhr... Oh mein Gott. Wie krank ist das? Ich habe nur bestimmte Zeit, bis hier irgendwas dann passiert. So, ja, hier, komm. Vielleicht bringt dich das zur Benunft. Lass zur Benunft. Zur Vernunft. Yay! Alles sehr nett. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn jetzt schon. Komm, let's freeze you, motherfucker. Let's. Er ist viel zu mächtig. Hier, komm, benutzen wir Schrotflintmunition. Bäm, ins Gesicht. Und es bringt nichts an. Bäm, ins Gesicht. Und nochmal. Bäm, ins Gesicht. Na, aber eher in die Seite. In die. Ne. Steh auf, ja, komm. Bäm. Wie kommen wir denn da oben dran? Hei, 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 hei. Ja, du hast mich lieb. Und wieder mal fehlen sämtliche Sound-Samples. So. Das ist gut. Wenn er nicht angreift, dann ist das echt gut. Oder? Hm. Also die Uhrzeit da oben steht auf 2 Uhr, 10 vor 2 würde ich mal tippen. Hm, da oben die, ne? Moment, da oben ist ein Teekessel. Alles klar, ich versuche den jetzt mal abzuwerfen. Mit etwas Glück erreiche ich damit sogar etwas. Nein, gar nichts. Wow. Ja, alles klar. Hier, Shotgun. Oh mein Gott. Okay, das kann wieder lange dauern. Das merke ich jetzt schon. Hör auf damit. Ich kann auch schlagen. Hier, und meine Sound-Samples sind wieder weg. Wie ich das liebe. So, komm. Und tot. Ich muss mir irgendwas Besseres für den einfallen lassen, für den Kollegen. Der hat aber jetzt auch Zahnräder da in den Kniegelenken. In den Kniekehlen. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob man das auf meinen Aufnahmen sieht, weil ich nehme ja gerade leider nicht in so berauschend guter Qualität auf. Von daher... Naja, aber ich hoffe, das wird sich mit den nächsten Projekten auch etwas bessern. Weil ich habe mich damals etwas umgehört. Zum Beispiel im Let's Play Forum. Und da gibt es anscheinend viel, viel bessere Wege als diese, die ich bisher eingeschlagen habe. Was ist denn, wenn ich hier drauf gehe? Das ist eine ziemlich schlechte Idee. Au. Ja! Ich schieß 5000 Schüsse los. Ich bin wahnsinnig. Lass mich in Ruhe, ihr kranken Suchtis.
Es muss doch eine Möglichkeit geben. Hat das mit irgendwas zu tun? Dann macht es Gong. Macht es dann Gong? Jetzt macht's Gong. Wann macht es Gong? Ich verstehe das noch nicht ganz. Und da oben? Ich würde gern wissen, wie ich da hochkomme. Deshalb achte ich jetzt erstmal weniger auf den bösen, bösen Mann hinter mir. Okay, da sind zwei Gewichte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da jetzt gerade machen soll. Und tschüss, Map. Moment! Habt ihr das da oben auch gesehen? Bleibt da ruhig mal. So kann ich mich etwas umgucken. Ich bin mir... Ich bin mir ziemlich sicher, dass da hinten gerade etwas war. Ach so, okay. Jetzt weiß ich, was da war. Ich weiß nicht. Wie ich das richtig schaffen soll. Ich meine, ich kann mich jetzt einfach feige hier hinter verstecken. Aber eine einfachere Möglichkeit müsste es doch eigentlich auch geben. So, dann verschwindet der. Aber dann kommen seine zwei blöden Super-Heinis. Das ist im Zweifelsfall noch schlechter. Was? Ich weiß nicht, was ich da am besten tun soll. Kann ich da drauf gehen? Ja, ich... mal schauen, ob ich das Spiel austricksen kann. Ich glaube zwar nicht, ich glaube zwar, ich rutsche da wieder runter. Plötzlich ist er hinter mir und... Was sagst du jetzt, du blöder Hutmacher? Ja, shit. Okay, ich weiß, was du sagst. Okay, der glaubt irgendwie, ich sei da oben drauf. Alles klar. Der ist doch nicht wahnsinnig geworden. Nein! Okay, stirb einfach. Okay, der glaubt echt, ich sei da oben. Das ist super. Zumindest für mich. Weil der ist echt heftig. Der kann mich wegschleudern. Ich habe nichts, wo ich mich hinter verstecken könnte oder so. Ja, jetzt sagt er tschüss. Und dann gehen die Türen auf. Und die wissen gar nicht, wie die damit umgehen sollen. Und ich auch nicht, weil ich nicht weiß, wie ich die von hier aus richtig treffen soll, wenn die sich dann hin und wieder bewegen. Was ist los? Oh mein Gott! Okay, die geben mir dann zumindest wieder Meta-Essence, aber... Oh mein Gott. Ja... Wo bleibt denn nun der liebe Hausherr? Da ist er jetzt. Okay, das heißt, ich bekomme da schon etwas Ruhezeit.
Okay, das hat er immer noch nicht geschnallt, nur wenn er echt weit genug von mir weg ist. Ja, der glaubt immer noch, ich bin da oben. Alles wunderbar. Oh mein Gott. Soll ich den jetzt echt auf diese Art und Weise besiegen? Na, es ist auf jeden Fall für mich sehr angenehm. Auch wenn ich gerade merke, dass ich trotzdem Schaden kriege. Ja. Frust das, frust das, frust das, frust das, frust das, frust das. Ja, ja, ja. Komm, rein und. Ja. Eigentlich müsste ich bei denen ja nur warten, weil das ist dann nur eine Frage der Zeit. Ist der Kampf allgemein nur eine Frage der Zeit? Ich meine, der ist jetzt gerade besessen von der Uhrzeit. Der liebe Hutmacher. Ja, da kommt Tropfen aus der Teekanne. Okay, dafür ist die Teekanne da. Alles klar. Gut, das habe ich jetzt mittlerweile auch verstanden. Ich mache mal kurz eine kleine Aufnahmepause, weil ich bin dann eben auf Toilette. Bis gleich! So, willkommen bei Fail Wonderland. Ich bin wieder zurück und ich habe natürlich vergessen. Die Aufnahme habe ich beendet, aber ich habe natürlich vergessen, auf Escape zu drücken. Ach Gott, das wird einfach nur ein Krampf, gegen den zu kämpfen. Vor allem, ich kann auch nicht wirklich rennen. Ich meine, ich renne die ganze Zeit schon, aber ich bin verhältnismäßig so langsam. Und das ist so ineffizient. Ja, okay. Alles klar. Du bist eigentlich einfach auszuweichen. Ja, du auch, weil dich kann man hören. Bam, bam. So, alles klar. Ja, dich mag... euch hasse ich. Ihr seid meine aktuellen Hassgegner. Ohne Gleichen. Ja, super.